Hey Leute, weiter geht's hier in Scars Above, wo wir hier einen kleinen Shortcut freigeschaltet haben in der letzten Folge. Und dem folgen wir doch mal weiter und guck mal, wo der uns hinführt. Wir sind ja immer noch auf dem Weg zur Hermes oder Harmes oder wie die das immer nennen hier. Dem Raumschiff, was hier irgendwo abgestürzt ist. Wir haben in der letzten Folge den etwas entarteten Captain gefunden, den wir dann als Boss leider erledigen mussten. Aber es gibt ja hier noch andere Crewmitglieder. Ich glaube zwei. Und da hoffen wir ja jetzt, die zu finden. Logbucheintrag. Kürzlich getötet. Die Bisswunden sind etwa 15 cm tief. Was könnte das getan haben? Aggressive Wesen streunen in den Höhlen umher. So eine weite Ebene finde ich jetzt irgendwie. Ich gehe mal lieber so ein bisschen an die Wand. Wir müssen anscheinend darüber zu diesem merkwürdigen Ding hier. Was denn? Da bewegt sich wieder was. Ja, das haben wir schon gesehen, dass sich hier irgendwie so Strukturen auch bewegen. Was ja ein bisschen... Wow. Oh Gott. Oh mein Gott. Die falsche Waffe anscheinend. Das will. Logbucheintrag. Ein stark ausgebildeter Unterkiefer mit messerscharfen Zähnen. Sehr starke Extremitäten, durch die die Kreatur schnell zu ihrer Beute aufschließen kann. Juhu. Tu mal lieber wieder dieses Einfrier-Ding-Si da rein. Gefährlich, gefährlich. Wenn hier auf den Ebenen irgendwas rumliegen würde, würde ich das ja irgendwie gar nicht sehen. Kann ich da drüben irgendwie rauf? Nee. Okay. Ich kann ja mal scannen und mal gucken, ob ich hier... Nee. Der Radius ist so klein, da sehe ich gar nichts. Wenn sich da in der Gegend irgendwas aufhalten sollte. Ne? Normalerweise, wenn mir das Spiel hier die Waffe einblendet, heißt es ja immer... ...dass mich jetzt gleich hier was überfällt. Wo, wo, wo? Oh Gott. Heieiei. Oh Gott, noch eins. Wird's aber hier... Mau mit meiner Munition, befürchte ich. Ah, da oben ist dieser... Wie haben die den genannt? Metroeder oder so ähnlich. Das, was sie eigentlich untersuchen wollten hier... was da im Raum plötzlich umgeschwebt ist.
was dann hier anscheinend das Raumschiff zum Abstürzen gebracht hat. Ich befürchte, wir müssen da die Treppe hoch. Vielleicht kann ich ja hier noch irgendwie was sammeln, aber es sieht wohl eher nicht so aus. Na gut, dann gucken wir hier mal. Also hier geht's hoch. Das sieht mir aber unheimlich aus, deswegen gehe ich jetzt hier unten mal gucken. Vielleicht gibt es ja noch ein bisschen Munition, genau. Wie gesagt, der Planet wäre eigentlich ganz hübsch. Bis auf die komischen Bewohner hier drin. Wobei die ja nicht alle aggressiv sind, wie wir es letzte Mal gelernt haben. Sieht hier ja aus der Entfernung fast nichts. Also wenn man da nicht drüber stolpert über das Zeug hier im hohen Gras. Okay. Dann gehen wir jetzt doch mal hoch. Ich habe immer noch so den Eindruck, dass ich hier von diesen Wissenswürfeln einige übersehen habe. Weil ich nicht genau genug geguckt habe. Oh, sitzen Gestalten. Seid ihr tot? Seid ihr... Na, anscheinend. Das war ein Massaker. Bissspuren. Sie wurden in Stücke gerissen. Das müssen die Monster in der Nähe gewesen sein. Das war jemand, der dir nahe stand, nicht wahr? Rette deine Leute. Halte den Hüter auf. Ja, ich glaube ja nicht, dass es hier noch viel zu retten gibt, also nachdem der Captain ja... Diese holographische Technologie ist unglaublich. Ich glaube, ich könnte daraus etwas Nützliches machen. Eine Art Ablenkung. Ein Hologrammprojektor. Oh, okay. Lockt Gegner an und lenkt Gegner in unmittelbarer Umgebung für kurze Zeit ab. Holoköder. Und zum Trainieren. So. Wir werfen den eines explosiven Blobs und dann schieße ich da drauf, okay? Oh, dann werfe ich den mal. Wohin? Ja, und wieso explodiert das hier nicht? Weil ich ihn da genau drauf geworfen habe, oder? Okay. Gut, ist doch nicht immer so easy. Ich stelle mich wieder an wie der letzte Depp. Gibt's hier noch irgendwas? Halt. Nein! Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ach Mist. Eigentlich wollte ich hier scannen. Mann, oh Mann. Also für solche Art Spiele bin ich völlig ungeeignet, weil ich immer die falschen Tasten drücke und zu langsam bin. Weiß ja nicht, wie es euch da geht, aber ich denke mir, Hauptsache man hat Spaß. Man muss ja hier nicht wie der Profi immer durchlaufen.
gucken, ob ich alles aufgeladen habe, alles nachgeladen habe hier. Man weiß ja hier nie. Sehr cool. So ein bisschen surrealistisch, ja? Hier so. Passiert wieder ewig nichts und dann ist wieder ein Bosskampf. So wie ich den Laden hier kenne. Hier hoch. Nee. Das ist schon ein bisschen seltsam. Mal kann man alles Mögliche erforschen. Mal gibt es hier so ewig lange Wege, wo gar nichts ist. Ich hätte ein paar Rätsel ganz gerne zwischendurch. Dann gehen wir halt einfach mal weiter. Aber wie gesagt, ich habe nicht viel Hoffnung für meine Crew, muss ich ganz ehrlich gestehen. Nachdem der Captain schon so seltsam ausgesehen hat und befallen worden ist. Da kann ich was vom Baum schießen, nehme ich mal an. Jetzt gehe ich aber erstmal hier hoch. Weiter auch nichts. Was könnte ich mir denn mal reintun? Holoköder. Den hätte ich mir ja auch in meinem letzten Bosskampf mal reintun können. Akkuaufladung. So, damit kann ich. Dann, wenn ich hier wieder zurückgehe, habe ich wieder drei Akkus. Ah ja, okay. Ich glaube, ich tue lieber Gesundheitsspritze hier rein. Ein Gesundheitselixier. Die Absturzstelle kann nicht weit sein. Ich hoffe, Tam und Mike leben noch. Ja, aber wieso ist uns da eigentlich nichts passiert und... Oh nein! Wir laufen jetzt schon eigentlich ja noch nicht so lange rum und der Captain, der ist... Der muss doch da schon viel länger hier unterwegs gewesen sein, um so befallen worden zu sein oder so umgewandelt worden zu sein. Wissen. Boah. So, jetzt gucken wir mal, was da so am Baum hängt. Das ist mir irgendwie nicht so ganz geheuer. Kommt doch jetzt sicher irgendwas hier aus dem Sumpf gekrochen. Ja, natürlich. Oh, so einen Köder werfen sollen. Mann. Ach Gott, ich bin ja vergiftet. Supi. Na. Aber man weiß es ja immer vorher nicht, was hier so rumläuft. Beim zweiten Mal ist man dann schlauer, wenn man gestorben ist. Das Triebwerk ist ausgebrannt. Robinson muss maximalen Schub gegeben haben, um den Sturz abzufangen.
Wieso haben wir davon eigentlich nichts mitgekriegt? Wir sind doch auch da abgestürzt, irgendwie mit denen. Verstehe ich jetzt nicht. Also, irgendwie sind wir hier unbeleckt von jeglichem Wissen. Stromverstärker. Elektrizität dringt durch Gegner hindurch. Okay. Verbesserung der Vera. Wir haben den Kanister jetzt bloß runtergeschossen, um da oben raufzukommen anscheinend. Okay. Noch Kabel runter. Auf den Baum kommen wir wahrscheinlich wieder nicht. Nee, natürlich nicht. Okay, dann gehen wir einfach weiter. Es ist unheimlich, wenn hier gar so und gar nichts los ist. Das ist auch immer irgendwie suspekt. Was bist denn du hier für einer? Ein ganz schlechtes Gefühl, wenn ich jetzt hier runter hopste. Ist hier noch irgendwie was? Oh mein Gott. Na, den hatten wir doch, glaube ich, schon mal, oder? Oh. Ich vermute mal, das war jetzt auch wieder nicht so ganz das, mit was ich den hätte erledigen sollen, weil der ja im Rücken wieder so irgendwelche Schwachstellen hatte. Aber Hauptsache, er ist tot. So. Es ist hier unheimlich, liebe Leute. Oh, da vorne krabbelt schon wieder was. Sieht er durch das Rohr durch? Ich sehe hier was, aber... Also ganz offensichtlich muss ich da durch. Hier gehe ich jetzt überhaupt nicht lang. Oh... Ich wollte mich eigentlich hier ducken, aber ducken gibt es hier, glaube ich, nicht. Okay. Die Kopf.
kommen. Der Herrn ist näher. 50% Wissen. Ohoho. Nummer 32%. Sehr nice. Weiß jetzt nicht, sind wir... Wo ist jetzt der Weg, wo wir hin müssen und... Die Hermes. Der Rumpf ist noch intakt. Tam, Mike, bitte seid am Leben. Okay, gut, hier komme ich doch drüber. Dann laufe ich doch nochmal hier oben lang. Das hat sich als guter Sammelpfad erwiesen. Okay, gut, hier ist Schluss. Ich könnte ja gerade noch mal nach meinen Fähigkeiten gucken. Ich habe jetzt 2 Pünktchen. Munitions- und Faserkapazität wird um 50% erhöht. Das wäre natürlich nicht schlecht. Dauer von Statuseffekten wird um 30% verringert. Mit einer Nahkampfwaffe einen Todesstoß zu versetzen, statt 25%. Das ist eher nicht so, dass... Ich glaube, ich nehme mal das hier. Mehr Munition ist nie schlecht. Okay. Was habe ich hier jetzt drin? Ein Köder. Ich höre schon wieder komisches Gebrüll, Bestiengebrüll. Ich würde mich jetzt nicht drauf verlassen, dass das harmlose Bestien sind. Ja, das sieht hier nach ziemlichem Trümmerfeld aus. Aber wie gesagt, ich vermute jetzt nicht, dass der Rest der Crew noch am Leben ist. Im Gegenteil, ich glaube, die haben sich auch alle verwandelt. Das K-Emblem. Das offizielle Abzeichen der Ska-Organisation. Sieht ja eklig aus. Ja, aber anscheinend haben die hier irgendwie schon was gemacht. Weil das sieht irgendwie so aufgeräumt aus. Also so ganz... Panne können die jetzt auch nicht gewesen sein. Aber es sieht trotzdem so aus, als wäre das Raumschiff irgendwie übernommen worden. Oh. Oh Gott.
Logbucheintrag. Mike geht es überhaupt nicht gut. Ich habe ihn in das Biobett gelegt und mache ein paar Tests. Seine Haut verändert sich. Kommandant Robinson ist noch immer nicht zurück. Auf was sind Sie da draußen gestoßen? Ohne Schlüsselkarte nicht zu öffnen. Also der Mike, glaube ich, hat es dann auch nicht überlebt. Wie? Eine improvisierte Batterie. Das ist bestimmt Tams Werk. Die Tam scheint ja zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme noch klar im Kopf gewesen zu sein, während ich dem Mike jetzt keine größere Chance einräume. Da drüben will ich eigentlich gar nicht rein. Das sieht hier irgendwie nicht gut aus. Ich gehe erstmal ein bisschen weiter. Ist noch ein Lock. Mike, ich bringe dich ins Labor. Was ist passiert? Es wird schon wieder. Wo ist Kommandant Robinson? Nein. Mike! Ich bringe dich ins Labor. Halt durch. Es wird schon wieder. Was ist dieser Meta-Eder? Warum hat er uns hergebracht? Ja, es ist schon irgendwie komisch, weil wenn die uns jetzt warnen wollen, dass wir die Crew in Sicherheit bringen sollen, gut, da brauche ich wahrscheinlich wieder eine Schlüsselkarte, die ich nicht habe. Warum haben die uns dann hierher gelockt, wenn sie uns eigentlich vor diesem Ort warnen wollen? Soll ich doch da vorne reingehen? Ich hab so ein bisschen Schiss. Noch mehr von diesem Bewuchs. Genau wie bei Robinson. Woher kommt dieses Zeug? Okay, ich muss da gar nicht rein. Ich guck da einfach nur. Sich die Schläuche. Uah! Oh mein Gott! Oh Gott, oh Gott. Mein Freund, ich bin giftig. Hey, die erschrecken mich ja hier. Ja, mir fehlt so ein bisschen jetzt die Munition dann hier. Muss mich so ein bisschen mit dem behelfen, was ich habe. Scar-Jacke. Eine unserer Jacken. Die nehme ich mit. Und haben wir eine Schlüsselkarte. Das ist nice. Da können wir nämlich wieder zurückgehen und nochmal. Fetti liegt hier im Weg. Bevor wir da weitergehen. Unser Abschluss fühlt sich an wie aus einem anderen Leben. Ah, und das war jetzt alles? Nur dieses Foto? Okay. Dann hatten wir hier noch irgendwas, was wir mit der Schlüsselkarte aufmachen konnten. Hier das. Ein elektrisches Messer. Okay. Höherer Schaden. Ha. Wenn es durch Schotten aus Plastahl schneidet, schneidet es alles. Gut. Dann werden wir das nachher mal ausprobieren.
Uns jetzt hier irgendwie weiter oder können wir hier was... Komm, wir probieren das jetzt mal. Ja, nix. Irgendwo hier muss ein Code für die Tür sein. Ich brauche 6 Ziffern. Was für eine Tür? Welche Tür? Leute, ich habe irgendwas verpasst. Wofür habe ich dieses Messer? Frage ich mich da. Wenn es gar nichts bewirkt. War das der ein Code für die Tür hier oder was? Nee. Ach doch. Okay. Wir suchen einen Code. Ach so, vielleicht war hier auf dem Foto. Schauen wir das Foto nochmal an. Kann man das drehen? Ah, okay. 062010. Ach, hier. Oh Gott. 062010. Okay. Daten erforderlich für AR-Rekonstruktion. Gut, wir suchen nach Daten. Tamaras Computer. Mike und Robinson sind losgezogen, um die Umgebung auszukundschaften. Ich versuche, das Scansystem des Schiffes zu reparieren. Ohne Scanner sind wir blind. Okay. Medizinisches Logbuch. Mikes Zustand hat sich dramatisch verschlechtert. Die Tumore auf seinem Körper breiten sich exponentiell aus und verteilen sich im ganzen Labor. Ich habe keine Chance, ihn zu heilen. Ich habe eine einzelne Naniteneinheit isoliert. Ihr Aufbau ist viel zu komplex. Aber ich habe entdeckt, dass sie dauerhaft binäre Signale empfängt. Sieht aus wie ein Befehlssatz. Meine Hypothese lautet, dass diese Naniten von einer zentralen Quelle gesteuert werden. Wenn ich sie finde, kann ich den Prozess vielleicht umkehren. Mike ist allein zurückgekehrt. Er ist in schlechter Verfassung und kann mir keine sinnvollen Antworten geben. Ich habe alle bekannten Antibiotika ausprobiert, aber sein Zustand verschlechtert sich weiter. Okay. Ich nehme an, dass die Naniten in seinem Blut dafür verantwortlich sind. Sie verändern die Zellen. Mike wird bisweilen immer aggressiver. Und ich muss das Labor verschlossen halten. Tam hat die Koordinaten auf ihrem Computer gespeichert. Ach, was ist da oben? Also das ist dann wahrscheinlich der Hüter, oder? Oh, und da liegt einer. Mike! Das wird jetzt wohl der Mike sein, oder? Der ist ja hoffentlich tot. Dann ist dasselbe bestimmt auch mit Richard passiert. Oh, Mike. Was ist hier nur mit dir passiert? Er hat auch eine dreieckige Wunde am Oberkörper. Sieht aus, als stamme sie von einem festen, dornenähnlichen Projektil. Sein Blutkreislauf ist voller Fremdkörper einer unbekannten Legierung. Was kann ich da jetzt noch scannen hier? Das hatte ich doch irgendwie. Ja. Das
kann ich da oben diesen Knubbel hier nicht scannen. Na? Da muss man jetzt genau wieder den Punkt finden hier irgendwie. Was hatte ich schon? Hatte ich auch? Medizinisches Logbuch. Der Körper des Patienten ist mit einer abnormen krebsartigen Wucherung bedeckt. Temperatur 39,8 Celsius. Der Blutdruck ist außergewöhnlich hoch, 190 zu 120. Puls 136. Pupillen stark geweitet. Ich gebe ihm 120 Kubik Proteinsynthetisierer, was hoffentlich seine Temperatur senkt und den Blutdruck normalisiert. Beginne mit der Diagnose. Tamara hat Blutproben zur Analyse entnommen. Die Blutprobe scheint mit Naniten kontaminiert zu sein. Sie manipulieren seine Zellstruktur. Könnte das bedeuten, dass die Mutationen künstlich erzeugt wurden? Ja, das ist doch das, was wir die ganze Zeit schon vermuten. Tam hat Mikes Blut analysiert und entdeckt, dass es mit unbekannten Naniten verunreinigt ist. Diese Naniten scheinen Mikes Körper zu verändern. Das heißt, sein Zustand wurde künstlich herbeigeführt. Tamara hat es geschafft, eine einzelne Naniteneinheit zu isolieren und dabei eine Übertragung entdeckt, die sie offenbar fernsteuert. Dann ist sie losgezogen, um die Quelle zu finden und den Prozess umzukehren. Ich muss zu diesen Koordinaten. Nur so kann ich Tam und Mike helfen. Also ich glaube ja nicht, dass man dem hier irgendwie noch helfen kann. Der sieht mir nicht so aus, als könnte man das rückgängig machen. Aber vielleicht kann man ja der Tamara da nochmal unter die Arme greifen. Muss ich jetzt wieder raus? Ja, wahrscheinlich schon. Ich bin ja hier irgendwie fertig. Ich bin ja nicht weitergekommen. Da muss ich irgendwie hin. Gut, ich gehe mal wieder raus. Hier wird es kalt. Ach. Ich sollte meine Jacke anziehen. Im Blut, Kapitel 3. Na, das mit dem Kalt finde ich jetzt nicht so gut. Dann sind die Wesen wahrscheinlich unempfindlicher gegen meine tolle Kryopistole hier. Außerdem könnte ich jetzt langsam mal wieder Munition brauchen. Und so ein Checkpunkt wäre auch mal nicht schlecht. Ich bin ja jetzt schon ziemlich weit vom letzten weg. Allerdings heißt ein Checkpunkt in der Regel ja auch, dass dann wieder irgendein Bosskampf bevorsteht. Habe ich es nicht gesagt? Okay. Aber da kriege ich wenigstens Munition. So, jetzt kann ich entweder hier lang laufen oder ich gehe da unten lang. Ich gucke erstmal hier lang. Uah, ich habe wieder was Unheimliches gehört.
Hypothermie. Ganz schön kalt hier. Wenn es schneit, kann es zu Hypothermie kommen, also Unterkühlung. So schreiben sie nicht Unterkühlung. Sobald sie 100% erreicht, liegst du einer Erfrierung. Konnte ich jetzt gar nicht zu Ende lesen. Also muss ich da schneller durchlaufen, oder wie? Oh mein Gott. Den nehmen wir mit. Ich geh mal zurück. Okay, das geht gar nicht weg. Doch, jetzt geht's weg. Okay. Giftig bin ich auch noch. Toll. Also, muss man hier irgendwie ein bisschen schneller durchlaufen. Die Kiste versperrt mir den Weg. Sie ist zu hoch, um darüber zu springen. Ach, da habe ich doch mein tolles Messer. Wofür habe ich das eigentlich, dieses Messer? Okay, irgendwie kriege ich es wohl damit nicht weg. Logbucheintrag. Diese Pflanze brennt unter extremer Temperaturentwicklung heißer als entzündeter purer Sauerstoff. Okay. Sie wird vorübergehend intensive Hitze abgeben. Habe ich sie jetzt? Ach, damit kann ich jetzt meine Unterkühlung irgendwie wieder. Okay, gut. Aber das hilft mir natürlich jetzt nicht weiter. Wo ich hier hinkomme. Okay, gut. Also komme ich jetzt erstmal hier nicht voran. Und ich gucke da oben nochmal. Ein bisschen Wissen kann nicht schaden. Ich befürchte ja, dass da wieder irgendwie was Unheimliches auf mich wartet. Ah nee, ein Tor. Oder sowas. Irgendeine Art Anlage. Die Quelle der Übertragung liegt hinter diesem Tor. Verschlossen. Ach, wie komme ich da durch? Die Anlage Vendetta ist geschlossen. Wegen eines Eindringlings. Deine Freundin ist da drin. Tam, sie muss die Abriegelung ausgelöst haben. Gibt es einen anderen Weg hinein? Ja, ein Transitsystem für Material. Der nächste Zugangspunkt ist nicht weit weg. Ich schicke dir den Standort. Dann sollte ich mir das mal ansehen, was es auch ist. Das sieht interessant aus. Das fühlt sich warm an. Logbucheintrag. Thermale Verstärker und abstrahlendes Material. Vielleicht ist es eine Art persönliches Heizsystem. Kraftflusszünder erhöht den Schaden des thermischen Konzentrators, wodurch er Eis durchbrechen kann. Hey, das hört sich doch gut an. Okay, also wir kommen jetzt hier nicht weiter. Müssen wahrscheinlich wieder da unten rum, wo wir auch nicht weitergekommen sind.
Aber ich laufe jetzt hier erstmal zur Säule zurück. Und wir werden in der nächsten Folge uns dann hier durch dieses unwirtliche System kämpfen. Und hoffe, ich hoffe, dass ihr da auch wieder mit dabei seid und euch mit mir hier durch die Gegend ballert. Wir werden dann mal schauen, ob wir da ja die Tem vielleicht finden oder sogar den Hüter, aber ich glaube es eigentlich nicht. Gut, das war's dann für diese Folge. Bis zur nächsten dann. Macht's gut und ciao, ciao.